sehr breit aufgestellter Kongress mit einer großen Themenvielfalt, sowohl was strategische Entscheidungen antrifft, was beispielsweise die Auswirkung von Elektromobilität ist, aber auch was technologische Themen angeht, wie Werkstoffe. Tolles Netzwerk hier. Man trifft interessante Leute, es gibt gute Vorträge und spannende Technik. Ich bin das erste Mal hier, es gefällt mir sehr gut. Prima Organisation, interessante Vorträge. Insgesamt finde ich das ein sehr attraktives Format. Die Kombination Ausstellung mit Fachvorträgen, einmal aus der Industrie, einmal aus der Forschung. Das ist eigentlich eine ideale Mischung, die ich jetzt sonst so nicht kenne. Als Forschungsinstitut im Prinzip ist es für uns sehr interessant zu sehen, was die Industrie bewegt, wie weit die oder was die anderen Forschungsvereinigungen und Forschungsinstitute so treiben. Und letztendlich das Feedback von der Industrie über das, was wir selber machen. Das sind so die drei Punkte, die wir für uns mitnehmen. Es ist das wichtigste Get-Together in Deutschland für diese Branche und es ist ein Austausch von Hochschulvertretern und Industrievertretern, wo man sich gegenseitig kennenlernt und wo letztendlich natürlich auch ein Austausch von Produktideen, von Projektideen und möglicherweise sogar von Personal stattfindet. In der Automobilindustrie steht ein Wandel an, den wir so noch nie gesehen haben. Der ist durch einen Dreiklang gekennzeichnet. Das ist zum einen die Digitalisierung, zum anderen ist es das automatisierte Fahren und zum dritten die Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Und gerade die Elektrifizierung des Antriebsstrangs stellt uns als Antriebstechnik natürlich vor immense Herausforderungen. Die können wir nur schaffen mit einer maximalen Flexibilität. Flexibilität gerade auch in der Produktion und im Produktportfolio. Let's go! In diesem Jahr haben wir drei, ich sag mal, größere Trends, die wir hier verfolgen, auch mit dem GetPro-Kongress. Und wir haben Kunststoffe, die immer mehr Einzug halten, auch in das Getriebe. Wir haben die E-Mobilität, also Integration von neuen Funktionalitäten in das bestehende Getriebe, weitere Komponenten mit reinzunehmen. Und als drittes würde ich sagen, die neuen Oberflächen durch die Fünfachsbearbeitung, welche wir hier noch besser beschreiben lernen müssen, neue Parameter erarbeiten, und das ist eine große Aufgabe auch für die Gemeinschaftsforschung. Also bei der Getriebeproduktion in den nächsten 10 Jahren wird entscheidend sein, Effizienzziele und auch die Kosten der Komponenten bei zunehmenden Qualitätsanforderungen bearbeiten zu können. Hierzu wird es erforderlich sein, neue Qualitätsanforderungen zu definieren und auch messtechnisch in der Produktion zu erfassen, und das auch bei kleinen und mittleren Stückzahlen.